Ja, liebe Leute, ein Tag später, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, als hätte es gestern nie gegeben, gehen wir heute in die zweite Methode. Wir killen heute Michael. Wir haben mittlerweile mitbekommen, haben wir ja Trevor getötet. Der lebt wieder. Also wie gesagt, das gestrige ist quasi nicht passiert. Ich habe den alten Spielstand wieder geladen, da wo wir auch gestern angefangen haben. Heute geht es dem guten Michael an den Kragen. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, wie das ausgeht, weil ich weiß es tatsächlich nicht. So, wie gesagt, Methode Nummer 2. Sind wir gerade in die Karre gefahren? Voll Idiot. Okay. Vielleicht haben wir ja verbrennen lassen. Mal gucken, was mit Michael passiert. Es klingelt an der Tür. Wer mag das wohl sein? Hm, welche Überraschung. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah! But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C, time's ticking, pal. Beep, 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 and your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck. So. Ja, Trevor haben wir erledigt. Den Todeswunsch machen wir natürlich als drittes, weil das ist das eines der coolsten Enden. Jetzt werde ich auch das Ende spielen. Oder das Ende, euch tatsächlich im Let's Play zeige. Das ist das eins, ist die einzige Mission tatsächlich, die ich in GTA 5 blind spiele, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie Michael stirbt. Hey kid, how you doing? Shit, not too good, dawg. Look, man, we need to talk, but somewhere quiet. Alright. Listen, let's take a drive out of town. You and me, we'll meet off Route 68. By that field of satellite dishes. Okay. All the way out there? Yeah, all right, man. Sure. Jo, dann fahren wir jetzt mal los. Wir rufen Trevor an. Frankie! Hey, T-Man. I'm in trouble, dawg. I think I gotta take out Michael. Got to? Yeah, man, look. The FIB, man, they trying to get me to clap you. And Devin Weston, he trying to get me to ice Michael. And I thought if I do that, man, maybe we got some room, you know? So, what are you telling me this for? Cuz, dawg, I'm doing this for us. I thought you could... Well, I can't! You're turning on him? I have had enough traitors in my life! Man, your ass could say thank you. Shit! You deserve each other! So... Also, Trevor wird definitiv nicht. Sonst schnell speichern. Ich darf jetzt nicht das zweite Teil über diese weit draußen Mission. Die darf ich definitiv nicht. Mein fünfter, dritter, 23. Okay, das ist richtig. Nee, alles gut. Weit draußen, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir noch. Ja. Genau, weit draußen, die werden wir definitiv nicht überspringen. Sondern die normale Mission. So, wir sollen uns mit Michael treffen. Die Frage ist, wo will der uns treffen? Da hinten. Oh Gott. Das ist ein Stück Autofahrt, okay. 5,17 Kilometer haben wir.
ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der stirbt. Oder wie er sterben soll. Aber überlebt, aber stirbt, keine Ahnung. Wir werden sehen. Natürlich Michael. Quatsch, Michael. So, hier ist doch ein Rennen irgendwie, sagt er mir gerade, aber. Nein, will ich aber nicht. Die Rennen sind wir ja größtenteils schon alle. Ich sage, eins haben wir ja gefahren. Werde ich auch nicht machen. Ich will jetzt, wie gesagt, das reine Spiel noch die restliche Ende der Story durchzuziehen. Also, das ist jetzt quasi die drei Varianten. Das wird, könnte wahrscheinlich hier die. Ich weiß nicht, ne, vorletzte Folge wahrscheinlich nicht, aber es könnte sein, dass es hier die dritte oder vorletzte Folge. Dritte oder viertletzte Folge. So, um das dritte Fall wahrscheinlich bei 90 genau den Cut machen und das Ende einläuten von Let's Play GTA 5. So. Na, guck mal. Ich habe jetzt auch keinen Druck und wenn wir noch ein bisschen länger brauchen, ist es auch so. Nach einem langen, langen Let's Play bei Let's Play Red Dead Redemption 2 mit 106 Folgen folgt jetzt mit GTA 5 mit auch fast 100 Folgen das nächste lange Let's Play aus dem Hause Rockstar. Wie lange das dann der mit anführenden Anschluss mit GTA 3 ebenfalls natürlich aus dem Hause Rockstar passiert, werden wir dann sehen. Wie gesagt, GTA 3 wird das Nachfolge-Let's Play werden. Ich werde wahrscheinlich jetzt die ein oder andere Let's Play abschließen. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht, zum Beispiel auch mit Mafia 3. Kann natürlich auch sein, dass wir da auch relativ bald durch sind. In Metro Exodus werden wir noch ein bisschen brauchen, das wird klar sein, aber da machen wir uns auch keine Gedanken. Also wir kriegen was schon hin. So. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ist passiert. Das ist auch eine Methode, die ich zum Beispiel noch nicht kenne. Haben wir überhaupt die Kohle schon bekommen für den Raubüberfall? Eigentlich haben wir gar nicht bekommen, ne? So, wir sollen uns hier hinten mit Michael treffen, also nicht mehr so weit weg. Also, wir werden das alleine regeln müssen, nicht mit Trevor zusammen. Der hilft uns tatsächlich nicht. Wobei Michael uns geholfen hat, Trevor zu killen. Nur Trevor hilft uns nicht, Michael zu killen. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass der sofort heißer drauf ist. Naja, gucken wir mal, wie das Ganze jetzt läuft. Vielleicht taucht er ja doch auf. Die Zeit ist reif. Hey, man. Hey, what's up? You seem kind of agitated. Man, shit ain't good right now. Oh, I'm sorry to hear that. Oh, shit. Hold on. Hey, baby, what's up? Really? Tracy. College? Our Tracy. What? Real college? You gotta be kidding me. That's great. All right, well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. All right, bye. Amanda. Says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. I got my kids back, my wife, and a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. What? I like you, dog, and you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man. Me and you know this shit ain't over, dog. We both realists. The fuck is this? You? You came here to fucking clip me? You? Fuck! So, verfolge Michael. Das Problem, der Audi ist getuned. Das ist unser Auto hier nämlich nicht. The train track? Come on. Die Reifen schießen macht auch keinen Sinn, weil das Auto auch komplette Reifen, natürlich die Reifen Schusssicherheit hat. You see the train, asshole? Shit, I ain't getting past there. Ah. Ja, da kommen wir nicht näher.
Was will der denn machen da oben? Shit! Michael! Hey man, where you going? Scheiße, scheiße. Muss sein, dass ich da hoch erstmal. Was will denn da oben? This is what it takes for me to get out, dog! Come on, man! Let's do this, me and you! No use of running, man! Come out! We'll finish this! Begib dich zu Michaels bekanntem letzten Aufenthaltsort. Der wäre hier. Michael, you were like a son to me. We both used each other. That's what happened. Oh shit. Ah shit. We're in the corner, bro. This will get me out. Michael, man, I gotta look out for myself. There's the difference between us. I was looking out for you. Ja, viele, dude, viele Munition haben auf der Waffe. Warte mal, hier runter, ne? Da lang. We in the corner, bro. This will get me out. Geh wieder hoch. Scheiße. Man, this ain't personal. Why you going up there? Zur Hölle will der hin? Actions got consequences, alright? Who put you up to this? Trevor? You're an idiot! We should take him out together! Right now! We'll roll on T! I brought you into my home, Franklin! You met my wife and kids! Ich will das gar nicht! Come on, you prick. I taught you everything you know. Not everything. I was here long before you, and I'll be here after your ass. Well, we'll see about that, you fuck. I'll take you every time. Every fucking time! Yeah? Fucking ain't right! Uh-oh. You man, I was your bitch. I couldn't even stand down the barrel of your gun any fucking day, you motherfucker. You just keep telling yourself that. It ain't gonna make you feel any better. Past performance, homie. People don't fucking change. You did. You, two-bit gangster gone three-bit. Now you're gonna cap the only one who was ever decent to you. Ha! No, I trusted you. I took you in. Treated you like family. Mike, let's just... Fuck you! Hey, you told me when the time came? I know. I'm sorry. Hell yeah. Wie soll ich ihn umbringen? Hey, Lamar, it's me, homie. Look, I was just calling to see how you was doing, dog. Or maybe we can hang out or something. Man, I know I've been kind of caught up in shit, man, but shit been real crazy, homie. But it's dealt with now. Fuck, man, you know how it is, homie. You just start running and shit, then all of a sudden your legs give and you just can't run no more. Anyway, man. Man, just hit me, dog. We brothers, homie, all right? Peace. Das war GTA Teil Nummer 2. Wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr mit Teil 3.